Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Riot Box von Bosca. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Riot von Bosca, das Ganze am 22. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Das Wort Riot kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie Aufstand, Randale, Revolution mehr oder weniger. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine schwarz-weiße Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Und uns dann im Detail ansehen. Also, die Box, ganz schlicht designt eigentlich. Wir haben hier eine schwarze Box. Hier unten lesen wir Riot. Sieht so aus wie ein Tag, also als wäre das hier mit Markern, mit so Stiften geschrieben. Und hier oben haben wir dann das Logo von Bosca. Ansonsten hier in schwarz gehalten. Hier haben wir dann nochmal das Logo von Bosca. Und hier Freunde von niemand. Auf der Rückseite haben wir hier die Beteiligten. Das Ganze erschienen über Freunde von niemand und vertrieben von Urban, und einen Barcode haben wir dann hier noch aufgeklebt, also ein Sticker. Diese Box enthält Riot CD, Bonus EP, FVN Sprühschablone, Fighting Society T-Shirt in der Größe M und FVN Fahne 100x70 cm. Das mit dem Sticker wurde deswegen so gelöst, da es dieses Shirt hier in verschiedenen Größen gab. Also ich glaube von S bis XL war da alles dabei. Und nachdem die Boxen ja bis auf das Shirt ident sind, was den Inhalt betrifft, hat man dann hier einfach den Sticker entsprechend angepasst und natürlich das Shirt. Gut, wir haben hier als erstes einmal das Shirt. Dann haben wir eine Bonus-EP, die Branding-EP. Das Album an sich. Die Fahne und die Sprühschablone. Jawohl. Von innen die Box in weiß. Dann packen wir die Box mal zur Seite. So, die Tonträger sind, sehr eng, aber ich dachte zuerst, es wäre gar keine Folie, aber ist doch sehr eingeschweißt, aber eben entsprechend eng, dass man es kaum sieht. So, wir haben hier einmal das Shirt. Dann haben wir die Sprühschablone und dann haben wir die Fahne. So, dann werden wir noch das Album aus der Folie holen. Ist die Frage. Ja, oh ja, hier ist so eine leichte Schweißnaht zu erkennen. Eventuell schaffen wir es hier einzustechen. Ja, das schaut gut aus. So, aber jetzt. So, wir haben hier das Album. So sieht das Ganze aus. In einem Super Jewel Case kommt das. Hier oben lesen wir einmal Bosca, dann darunter den Albumtitel Riot. Und vom Cover her, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich eines der Highlight-Cover, also eines der besten Cover, das ich je gesehen habe. Denn wir haben hier in der Mitte einmal Bosca in einer olivfarbenen Bomberjacke und links und rechts bewaffnete Personen, aber wir haben es hier mit Frauen zu tun, also nicht wie in den meisten Videos, wo dann irgendwelche harten Männer mit irgendwelchen Waffen posieren, sondern hier haben wir wirklich Frauen, die hier mit Sturmhauben und Baseballschlägern und Ketten hier stehen. Sieht echt gut aus. Gefällt mir richtig gut. Das Ganze hier auf der Seite dann in schwarz gehalten. Auf der Seite lesen wir dann wieder, hier kann man es lesen, Bosca Riot. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Hier sehen wir auch wieder eine Frauenhand, die hier scheinbar gerade eine Schrotflinte aufzieht. 12 Tracks an der Zahl. Wir haben Features mit dabei von Karen Fearley, Vega, Face und Eileen. Dann haben wir unten die Beteiligten und einen Barcode. Und dann schauen wir mal hinein. So, als erstes wie immer zum Booklet. Wir haben hier wieder eine Dame, in diesem Fall mit einem Brecheisen. Dann haben wir eine Danksagung, die könnt ihr euch an dieser Stelle gerne kurz anhalten und im Detail durchlesen. Dann haben wir hier weitere Fotos,
In diesem Fall wieder eine Frau mit Schrotflinte. Nochmal eine Frau mit Schrotflinte. Dann hier die Infos zu den Tracks, also wer hat den Text hier geschrieben, wer hat den Beat produziert und hier unten lesen wir dann auch noch, wer gemischt, gemastert und etc. zu diesem Album beigesteuert hat. Freunde von niemand gibt es hier zum Abschluss noch. Gut, so sieht dann die CD aus. Also wir haben hier, glaube ich, ja, die Ansicht, die wir auch vom Cover haben, nur eben ohne die Personen, also ohne Bosca und seine Freundinnen oder die vier Damen da. So sieht das aus. Raus auf die Gasse lesen wir hier. Das war auch, glaube ich, die erste Videoauskopplung des Albums. Aber damit nicht genug. Wir haben auch noch eine Bonus-EP. Und zwar ist das hier die Branding-EP. Wir haben auch hier wieder Bosca, in diesem Fall leicht abgewandelt, der Hintergrund. Und wir haben hier auch einen anderen Dresscode. Wir haben hier eine schwarze Jacke bei Bosca und die Damen haben keine Jacken mehr. Wir erinnern uns, hier hatten auch die Frauen zu ihren schwarzen Tops Bomberjacken an und die sind dann hier weg. Also hier stehen sie nur in schwarzen Tops, also leicht abgewandeltes Cover. Branding EP, darüber wieder das Bosca Logo. Was mich auf jeden Fall sehr freut, ist, dass das Ganze nicht in einer Papphülle kommt, sondern hier so ein eigenes Case bekommen hat. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier die Infos zu den Tracks. Und dann haben wir hier die CD. Die ist auch wieder so gestaltet, also das Cover nur eben ohne die Personen. Sehr schön. Hier gibt es dann nochmal vier Tracks obendrauf. Es sind drei Solo-Tracks und wir haben dann hier auf dem vierten Track dann nochmal ein Feature von Face. Das Ganze ist dann hier so ein Einleger. So sieht er aus. Jawohl. Gut, bedeutet, wir kommen mit 12 Tracks auf dem Album und den 4 Tracks der EP auf 16 Tracks. Dann haben wir eine Sprühschablone mit dabei. Es ist in schwarz gehalten und wir haben hier einen Karton, also so ein gehärtetes Papier, so ein fester Karton. Freunde von niemand haben wir hier, bedeutet, das Ganze kann man dann an die Wand, wo auch immer man möchte, an irgendwelche Oberflächen halten und dann mit der Sprühdose entsprechend diesen Schriftzug hier an die Wand bringen. Sehr schön. Dann haben wir mit dabei eine Fahne. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon mal eine Freunde von jemand Fahne gab. Wenn nicht, es wurde höchste Zeit. Also hier lesen wir Freunde, dann in der Mitte etwas kleiner von und unten dann wieder groß niemand. Das Ganze ist im Querformat in schwarz und weiß gehalten. Wir haben hier keine Ösen oder sonstiges. Wir haben allerdings hier auf der linken Seite eingenäht so einen, wie nennt man das, also eine Auslassung. Hier kann man dann entsprechend einen Stab, einen Stock, eine Stange hier so durchmachen und dann das Ganze entsprechend wie eine Fahne schwingen. Das Ganze ist dann hier oben auch vernäht worden, dass die Fahne dann hier nicht mehr rausrutscht und wirklich anstößt. Und dann kann man das wie im Fußballstadion an einer Fahne schwingen. Oder man macht es einfach mit Klebstoff oder mit, wie nennt man das, mit Tesa, mit Tixo, macht man das dann einfach irgendwo an der Wand fest. So, das zur Fahne. Und wir haben noch einen letzten Boxinhalt, auf den ich mich neben der Musik am meisten gefreut habe. Und zwar haben wir ein Shirt. Und zwar nicht irgendein reguläres Shirt, wie zum Beispiel Gilden oder Fruit of the Loom Shirts, die ihr oft in solche Boxen finden. Sondern wir haben hier ein Fighting Society Shirt. Das ist eine eigene Marke. Ich glaube, diese Marke gehört sogar Vega, wenn nicht sogar mehreren, vielleicht auch Bosca daran beteiligt. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne schreiben. Wir haben hier ein schwarzes Shirt. In der Mitte auf der Brust haben wir hier einmal F, S und diese Flamme, also die Buchstaben für Fighting Society. Auf der Rückseite haben wir noch einen Backprint. Hier lesen wir auch wieder Fighting Society. Dann haben wir hier einmal Größe M. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann haben wir hier auch nochmal innen drin Fighting Society aufgedruckt. Und dann schauen wir noch, ob an den Ärmeln, aber ich glaube an den Ärmeln ist nichts. Nein. Aber eventuell haben wir hier unten noch einen Zettel mit eingenäht, der uns, genau, hier haben wir es.
So, was lesen wir hier? Wir haben hier einmal ein Continental Shirt, responsibly sourced for brands who care. Okay. Das Ganze ist von der, also die Marke ist Member von der Fairwear Foundation. Sehr schön. 100% Baumwolle und das Ganze ist, wo haben wir es? Ökotex Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Also es freut mich vor allem auch, erstens mal, dass man hier die Marke reingemacht hat, aber vor allem auch, dass das in verschiedenen Größen angeboten wurde. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann haben wir diese Fahne hier, die Freunde von Niemand Fahne in Schwarz und Weiß, 100 x 70 cm. Die Sprühschablone hier ebenfalls in Schwarz gehalten. Die Branding EP in diesem Plastikcase hier mit vier Tracks auf der EP. Und dann natürlich das Album an sich, Riot im Super Jewel Case mit 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Riot von Boska. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Boska unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.